eingehende Nachricht von Admiral Stephen Hackett, Allianz Hauptquartier. Commander Shepard, ich muss mit Ihnen eine heikle Angelegenheit unter vier Augen besprechen. Ich gehe in meinem Quartier ran. Commander, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich mache es kurz. Wir haben eine Undercover-Agentin im batarianischen Sektor. Sie heißt Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson hat vor kurzem gemeldet, sie sei auf einen Beweis für eine bevorstehende Reaper-Invasion gestoßen. Warum rufen Sie denn mich an? Heute Morgen habe ich erfahren, dass die Batarianer sie verhaftet haben. Sie wird in einem geheimen Gefängnisaußenposten wegen Terrorismus festgehalten. Sie müssen in das Gefängnis eindringen und sie rausholen. Und tun Sie mir den Gefallen und erledigen Sie das alleine. Ich dachte, die Allianz leugnet die Reaper-Bedrohung. Muss ja ein ziemlich eindeutiger Beweis sein. Kensons Team hat im batarianischen Sektor ein Artefakt gefunden. Sie glaubt, dass es ein Gerät der Reaper ist und beweist, dass sie tatsächlich eine Invasion planen. Ich kenne sie schon lange. Wenn sie von einem Beweis spricht, sollte man der Sache nachgehen. Was können Sie mir sonst noch über die Agentin erzählen? Amanda ist eine Top-Wissenschaftlerin und Allianz-Agentin, die im batarianischen Sektor operiert. Ein riskanter Auftrag und sie ist eine der wenigen, die ihm gewachsen ist. Ich kenne sie schon ziemlich lange, Commander. Ich lasse sie nicht in einem batarianischen Folterknast verrotten. Was macht Dr. Kenson eigentlich da draußen? Sie ist eine Undercover-Agentin, Shepard. Wir haben so wenig Kontakt wie möglich. Angeblich ist sie einem Gerücht nachgegangen, dass sich in dem System ein Reaper-Artefakt befindet. Laut ihrem letzten Bericht hat sie es gefunden. Es wird den Batarianern nicht gefallen, wenn die Allianz in ein geheimes Gefängnis einbricht. Das ist keine Allianz-Operation. Da rettet lediglich eine Einzelperson aus Freundschaft eine andere. Wäre das Ganze eine offizielle Mission, wären die Batarianer natürlich stinksauer. Bleiben Sie diskret, Shepard. Dann gibt es keinen Anlass zur Sorge. Ich habe eine verdammt gute Truppe. Die würde mir bestimmt helfen. Kenson und ich sind befreundet. Wenn die Batarianer einen Trupp bewaffneter Soldaten sehen, bringen Sie sie um. Die Lage ist ernst, Commander. Gehen Sie allein oder lassen Sie es ganz bleiben. Ich räume der Sache Vorrang ein. Das Gefängnis ist unterirdisch in einem batarianischen Außenposten auf Aratot. Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Sobald sie in Sicherheit ist, überprüfen Sie Ihre Entdeckung. Besprechung nach Ihrer Rückkehr. Verstanden. Hackett, Ende.
Treibstoff zur Hälfte verbraucht. Thank you.
Wir wurden entdeckt. Varen, die Batarianer schicken ihre Gefangenen bestimmt nur zum Sterben herunter. Ich muss Dr. Kansen rasch finden. Selbst für ein Gefängnis. Hände weg! Was das wohl ist? Mit einem Asteroiden das Massenverfahren. Geht das überhaupt? Was spielt das für eine Rolle? Jan Bjerwitsch? Sie ist immer noch aus dem Gefängnis. Ich würde sie einfach umlegen. Einen Menschen zu verhören ist Zeitverschwendung. Thank you.
Diese Menschen werden alles tun, um uns zu vernichten. Ganz sicher. Wir müssen ein Exempel für alle anderen statuieren. Terroristen darf man nicht mit Nachsicht behandeln. Schwärmen gekommen und hätten überall Fähnchen aufgestellt. Zahlt sich aus. Wir haben eine Nachricht an die Allianz abgefangen, die von irgendwo im Asteroidengürtel kam. Wir haben mitgehört, bis wir erfuhren, dass ein Mensch namens Kenson Maschinenteile und Lenksysteme von Omega in unser System schmuggelt. Wir haben Kensons Schiff abgefangen und sie und ihre Leute in Gewahrsam genommen. Das Verhör hat bisher nur hysterisches Geschwafel ergeben. Wenn sie nicht lesen, umlegen.
eliminieren. Soll ich sie also einfach das Portal zerstören lassen? Und damit das System? Machen Sie mit mir, was Sie wollen, Batarianer. Aber mich zu foltern rettet Sie nicht. Nicht, aber es amüsiert mich. Die Menschen sagen uns immer noch nicht, wo ihre Basis liegt. Wenn wir jeden Asteroiden da draußen scannen müssen, finden wir sie nie. Ich frage mich, ob diese Menschen wirklich was gefunden haben. Keine Folter ist so schlimm, wenn wir diese Information dafür bekommen. Wer sind Sie? Was machen Sie da? Dr. Canson, ich bin Commander Shepard. Ich bin hier, um Sie rauszuholen. Commander Shepard? Ich habe gehört, dass Sie leben. Hackett muss meine Nachricht erhalten haben. Es gibt einen größeren diplomatischen Zwischenfall, wenn die Batarianer herausfinden, dass ich beteiligt war. Hoffentlich ist der Beweis das wert. Das ist er. Die Reaper kommen. Diplomatie ist unsere geringste Sorge. Wenn wir eine Konsole finden, hacke ich das Sicherheitssystem und schaffe uns einen Fluchtweg. Dann sollten wir eine suchen. Los! Bereit. Sie wissen, dass wir hier sind. Beschäftigen Sie sie, während ich uns einen Ausweg freihacke. Einsatzteam zum Zellblock. Sofort! Damit sie draußen bleiben. Sie kommen durch die hintere Tür. Verriegeln! Sie kommen von unten rauf. Andere Seite. Los! Thank you.
auf. Fahre Ihr Verfolgungsnetzwerk im Orbit runter. Achten Sie auf die andere Seite. Weitere Feinde in den Aufzügen. Türen sind verriegelt. Die müssen wir auf die altmodische Art öffnen. Überlassen Sie das mir. Ich gehe rein. Könnte nützlich sein.
Aktiviere Autopilot. Wir müssten längst aus ihrer Reichweite sein, wenn ihr Sicherheitssystem wieder online ist. Sie glauben, die werden sie verfolgen? Ich gehe kein Risiko ein. Batarianer mögen keine Menschen, die ihre Massenportale zerstören wollen. Dann sind die Vorwürfe gegen sie also wahr. Nun, um ehrlich zu sein, ist das nur die halbe Geschichte. Meine Leute und ich wollten Gerüchten auf den Grund gehen, dass im Außenbereich dieses Systems Reaper-Technologie zu finden sei. Ich nehme an, Sie haben etwas gefunden. Wir haben einen Beweis gefunden, dass die Reaper in diesem System ankommen werden. Und dann werden sie sein Massenportal benutzen, um durch die Galaxie zu reisen. Wir nennen es das Alpha-Portal. Von hier aus können die Reaper überall in der Galaxie einfallen. Also haben sie beschlossen, es zu zerstören. Genau. Das würde die Reaper-Invasion verhindern. Selbst mit ULG würde es Monate oder Jahre dauern, bis sie das nächste Portal erreichen. Wir haben etwas geplant, das wir nur das Projekt nennen. Wir wollen einen Asteroiden, der in der Nähe liegt, in das Portal lenken und es zerstören, bevor die Reaper hier sind. Die Explosion würde natürlich mit großer Wahrscheinlichkeit das gesamte System vernichten. Ist das Projekt noch einsatzfähig? Ich denke schon. Wir standen einen Knopfdruck vor dem Auslösen, als die Batarianer mich verhaftet haben. Ich dachte immer, Massenportale seien unzerstörbar. Das habe ich auch gehört. Aber vermutlich nur, weil niemand herausfinden will, was geschieht, wenn es tatsächlich dazu kommt. Und, naja, wir hatten vor, einen kleinen Planeten mit hoher Geschwindigkeit in das Ding zu jagen. Unseren Berechnungen zufolge müsste das mehr als ausreichen. Wie wollten Sie denn einen Asteroiden in ein Massenportal lenken? Um einen Asteroiden zu bewegen, braucht man nur Schub und ein Lenksystem. Und beides ist in den Bergungslagern von Omega erhältlich. Mit genügend Energie und der richtigen VI zur Steuerung muss man nur noch zielen und abdrücken. Wie wurden Sie verhaftet? Wir haben Raumschiffteile von Omega eingeschmuggelt, Triebwerke, Lenksysteme, einen E-Zero-Kern vom Zubehörmarkt. Den Batarianern kam das verdächtig vor. Vor einigen Tagen unternahm ich mit ein paar Männern einen Spähflug. Und die Batarianer haben sich auf uns gestürzt. Unsere tatsächliche Basis haben sie nie gefunden. Warum glauben Sie, dass eine Zerstörung des Massenportals das gesamte System vernichten würde? Massenportale sind die stärksten Masseneffektmaschinen in der bekannten Galaxie. Die Energie, die bei der Zerstörung eines Portals frei wird, entspricht vermutlich einer Supernova. Dieses System ist zwar abgelegen, aber in der Kolonie, wo wir festgehalten wurden, leben knapp über 300.000 Batarianer. Die Explosion würde sie ohne Zweifel ausnahmslos töten. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie von dieser angeblichen Invasion erfahren haben. Der Beweis stammt von dem Reaper-Artefakt, das wir bei den Asteroiden in der Nähe des Portals gefunden und Objekt Row genannt haben. Wenn wir zurück in der Arcturus-Station sind, erkläre ich alles und gebe Ihnen Kopien von all unseren Notizen über das Artefakt. Wenn Sie in der Nähe eines Reaper-Artefakts arbeiten, wieso wurden Sie dann nicht indoktriniert? Wir waren extrem vorsichtig. Wir wissen, womit wir es zu tun haben. Sie reden hier nicht mit einem Kind, Shepard. Ich habe gesehen, was die Sovereign auf der Citadel angerichtet hat. Glauben Sie mir, ich weiß, was auf dem Spiel steht. Weshalb genau stellt das Reaper-Artefakt einen Beweis für eine bevorstehende Invasion dar? Es hat mir Visionen von der Ankunft der Reaper gezeigt. Ungefähr so wie Ihr proteanischer Sender, vermute ich. Die Reaper kommen, Commander. Da bin ich mir ganz sicher. Was macht ein Reaper-Artefakt auf einem Asteroiden? Wir wissen es nicht. Sein Zweck ist uns unbekannt. Manches ist einfach zu alt oder zu groß, um es zu begreifen. Selbst ein Reaper, der seit Jahrtausenden tot ist, enthält noch Energie. Ihre Artefakte müssen studiert werden, ungeachtet ihres Zwecks. Es steht zu viel auf dem Spiel. Wenn Sie deshalb bereit waren, ein ganzes System zu vernichten, will ich Ihren Beweis sehen. Dagegen kann ich wohl nichts sagen. Geben Sie mir einen Moment. Kenson an Projektbasis. Schön, Ihre Stimme zu hören, Doktor. Kommen Sie nach Hause. Positiv. Und ich bringe Commander Shepard mit. Wirklich? Machen Sie das Labor sauber.
Der Commander will sich das Artefakt ansehen. In Ordnung. Ich bereite alles für Ihr Eintreffen vor. Projektbasis Ende. Alles klar. Lehnen Sie sich zurück. Wir sind bald da. Da sind wir. Willkommen in der Projektbasis. Was ist das? Das ist unser Countdown bis zur Ankunft. Wenn er auf Null steht, sind die Reaper da. Nur noch knapp über 2 Tage. Ganz neue Perspektive, was? Woher wissen Sie, dass der Countdown stimmt? Es ist einfach so. Das Artefakt sendet in bestimmten Abständen Impulse aus, seit wir es gefunden haben. Die Intervalle sind kontinuierlich kürzer geworden. Das Artefakt reagiert auf die Entfernung der Reaper. In etwas mehr als 48 Stunden haben wir einen Dauerimpuls. Und die Reaper sind da. Soll das heißen, die Reaper könnten in 2 Tagen die Erde erreichen? Dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Dann zeige ich Ihnen jetzt den Beweis. Diese Tür führt aus dem Hangar. Das Artefakt befindet sich in unserem Zentrallabor. Gehen Sie durch die linke Tür am Ende dieses Ganges.
Was ist erforderlich, um das Projekt wieder in Gang zu setzen? Alles war vorbereitet, als wir verhaftet wurden. Es ging nicht um können wir, sondern um sollten wir. Die Alternativen aus. Die Reaper werden dieses System in jedem Fall erreichen, aber das Alpha-Portal ist ihre Abkürzung zum Rest der Galaxie. Wenn sie die Reaper auf Distanz halten wollen, muss das Portal zerstört werden. Wir müssen das Projekt wieder zum Laufen bringen. Es ist vermutlich unsere einzige Chance. Sekunde, ich öffne die Tür. Commander Shepard, das ist Objekt Ro. Sie lassen das Reaper-Artefakt einfach so rumstehen? Ganz offen? Als wir es fanden, hat es mir eine Vision von der Ankunft der Reaper gezeigt. Kenson, das ist nicht gut. Warten Sie kurz, Shepard. Es wird Ihnen den Beweis geben, den Sie brauchen. Ich kann nicht zulassen, dass Sie das Projekt in Gang setzen. Nicht zulassen, dass Sie die Ankunft verhindern. Verschont. Shepard gerade eben aufwachen, könnte aber auch nur eine Systemstörung sein. Keine Störung! Das Beruhigungsmittel wirkt nicht!
wenig Zeit. Ich muss den Asteroiden in Bewegung kriegen und dann schleunigst verschwinden. Thank you.
Ich will das Projekt aktivieren. Warum? Die Aktivierung des Projekts führt zu geschätzten Verlusten in Höhe von 305.000 Opfern. Möchten Sie fortfahren? Achtung! An alle Kolonisten im Bahak-System. Hier spricht... Shepard, nein! Haben Sie eine Ahnung, was Sie getan haben? Sie lassen mir keine Wahl. Wenn wir den Asteroiden nicht aufhalten können, müssen wir ihn zerstören. Wo finde ich Dr. Amanda Kanson? Dr. Kanson ist unterwegs zum Reaktorkern. Eine E-Zero-Kernschmelze müsste reichen. Wegen Ihnen wird jeder auf diesem Felsen vernichtet. Nicht, wenn ich Sie zuerst erreiche. Versuchen Sie nicht, mich aufzuhalten, Shepard. Ich muss das tun. Halt, Kanson! Sofort! Freundin von Hackett oder nicht, ich werde Sie töten. Sie zwingen mich dazu, Shepard, das wissen Sie! Es gibt kein Entkommen. Und für Ihre Taten gibt es keine Erlösung. Ich werde sterben, ohne die Segnungen der Reaper erfahren zu haben. Und sie sterben einfach nur. Verdammt, Kanson! Stabilisiere ich den Reaktorkern. Alle automatischen Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert, um den Reaktorkern zu stabilisieren. Führen Sie manuell Kühlstab A von dieser Kontrollstation ein. Führen Sie manuell Kühlstab B von Kontrollstation B ein. Dadurch wird der Reaktorkern stabilisiert. Kühlstab A wird eingeführt. Ich brauche mehr Zeit. Rein!
Gehen Sie vom Reaktor weg. Sie haben alles ruiniert. Ich kann das Flüstern nicht mehr hören. Umdrehen. Sofort. Sie haben mir alles genommen. Ich werde die Ankunft der Reaper nicht erleben. Sie hätten nur weiter schlafen müssen. Joker, hier ist Shepard. Holen Sie mich ab. Sofort. Kommunikationssystem beschädigt. Verdammt! Evakuierungsprotokolle aktiv. Das gesamte Personal zu den Rettungsshuttles. Wo finde ich ein Rettungsshuttle? Nehmen Sie den Aufzug von diesem Raum zum externen Zugang. Begeben Sie sich von dort aus zum Kommunikationsturm. Die verbliebenen Rettungsshuttles befinden sich auf dem Landeplatz des Turms. Ich muss zu diesem Kommunikationsturm und einen Shuttle erwischen. Meine einzige Chance. Shepard an Normandy. Joker, hören Sie mich. Shepard, Sie werden langsam lästig. Sie bekämpfen das Unvermeidbare. Staub, der kosmischen Winden trotzt. Das mag Ihnen wie ein Sieg vorkommen. Ein Sternsystem geopfert. Doch selbst jetzt sind ihre größten Zivilisationen dem Untergang geweiht. Ihre Herrscher werden darum betteln, uns zu dienen.
Manche Menschen haben Angst davor, dass die Reaper einfach zu mächtig sind. Aber wenn das Alpha-Portal zerstört ist, wird jeder begreifen, dass es möglich ist, die Reaper zu bekämpfen und zu siegen. Wir mögen unbedeutend sein, aber wir werden kämpfen. Wir werden Opfer bringen. Und wir werden einen Weg finden. So sind Menschen nun mal. Sie sollen wissen, während sie sinnlos sterben. Ihr Ende wird kommen. Ihre Spezies wird fallen. Machen Sie sich bereit für die Ankunft. Commander Shepard, Normandy zur Abholung im Anflug. Verstanden. Anscheinend haben Sie sich erholt. Admiral Hackett. Klingt, als wären Sie da unten durch die Hölle gegangen. Wie geht es Ihnen? Gut. Keine Visionen mehr, falls Sie das meinen. Ich hätte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Sie sind da raus, um mir einen Gefallen zu tun. Also wollte ich die Nachbesprechung selbst machen. Das war, bevor das Massenportal explodiert ist und ein gesamtes batterianisches System vernichtet hat. Was zum Teufel ist da draußen passiert, Commander? Haben Sie Informationen darüber erhalten, was geschehen ist? Ich weiß nur, dass ich Sie losgeschickt habe, um Amanda Kenson aus dem Gefängnis zu holen. Und jetzt ist ein gesamtes System vernichtet. Ich hatte gehofft, Sie könnten die logische Lücke zwischen den beiden Ereignissen schließen. Kenson sagte, die Reaper brächten der Galaxie die Erlösung. Sie hat mich gefangen genommen, ruhig gestellt und gegen meinen Willen festgehalten. Sie wollte die Invasion nicht aufhalten, also habe ich getan, was nötig war. Klingt, als wäre Amanda indoktriniert worden. Nun, das ist wirklich schade. Und Sie glauben wirklich, dass die Reaper-Invasion eine Bedrohung darstellte? Ganz ohne Zweifel. Uns blieben buchstäblich nur noch Minuten. Das steht mit Sicherheit alles in Ihrem Bericht. Ich will nicht lügen, Shepard. Die Batterianer werden Blut sehen wollen. Es gibt genügend Beweise für eine Hexenjagd. Und wir wollen keinen Krieg mit den Batterianern. Nicht, wenn die Reaper schon vor der Tür stehen. Was meinen Sie damit? Sie haben aus sehr guten Gründen gehandelt, aber in dem System lebten über 300.000 Batterianer. Sie sind alle tot. Sie sind gestorben, um Billionen von Leben zu retten. Ich hätte sie gerettet, wenn es möglich gewesen wäre. Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Bei mir rennen Sie offene Türen ein, Commander. Wenn es nach mir ginge, bekämen Sie einen verdammten Orden. Leider wird das nicht jeder so sehen. Was schlagen Sie also vor? Die Beweise gegen Sie sind bestenfalls lückenhaft. Aber irgendwann werden Sie auf der Erde vor Gericht erscheinen müssen. Das kann ich nicht verhindern. Aber ich sorge dafür, dass es Ihnen nicht leicht gemacht wird.
Ist die Allianz auf eine Reaper-Invasion vorbereitet? Schwer zu sagen. Mehrere Flotten und die Destiny Ascension waren nötig, um die Sovereign zu erledigen. Und das war nur ein Reaper. Wenn die Reaper geballt angreifen, sind wir schlichtweg nicht bereit. Ist die Allianz wegen der batarianischen Reaktion auf diesen Vorfall besorgt? Sehr sogar. Die Batarianer suchen nach einem Kriegsgrund, seit wir in der Galaxie aufgetaucht sind. Bei einer Invasion der Reaper muss aber die gesamte Galaxie zusammenarbeiten. Sind wir mit den Batarianern im Krieg, werden die anderen Spezies zögern, irgendeine Seite zu unterstützen. Ich hätte nicht erwartet, Sie an Bord eines Cerberus-Schiffes zu sehen. Ich mag Cerberus und seine Methoden nicht. Aber Sie haben sie wiederbelebt und Sie unternehmen etwas für die Galaxie. Für den Moment kann ich also freundlich sein. Ich verhindere eine Reaper-Invasion und soll dafür angeklagt werden? Es ist nicht so, dass ich das will, Shepard. Aber Sie sind ein praktischer Sündenbock, um einen offenen Krieg zu verhindern. Tun Sie da draußen, was Sie tun müssen. Und wenn die Erde ruft, erscheinen Sie in Ihrer besten Uniform und stellen Sie sich den Vorwürfen. Bis dahin behalten Sie das. Ich brauche Ihren Bericht nicht, um zu wissen, dass Sie das Richtige getan haben. Jawohl, Sir. Das war eine große Leistung, Commander.